Hallihallöchen, liebe Leute, willkommen und frohes neues Jahr übrigens. Wir haben das Jahr 2022, unglaublich. Ich hab den Barry auf jeden Fall schon mal dabei. Servus. Ich sehe fliegende Autos in der Luft. Fliegende Autos überall. Ja, und wir spielen ein bisschen zum Einstieg des Jahres, was Entspanntes, ne, Mario Kart. Jetzt setzt du dich aber auf den Rückzähler, das muss das Video zeitnah hochladen, weil unsere Zuschauer sind ja es gewohnt. Das Video aktuell. Ja gut, wenn es halt erst nächstes Jahr rauskommt, dann ist es halt willkommen 2023, guten Tag. Wie fandet ihr 22 war auch scheiße, oder? Ja, also kenne ich. Ja, 2022 hat mich auch ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Ja, muss ich auch. Mega-Corona war nicht so geil, als wir Corona überstanden hatten. Erst hatten wir Omikron hinter uns und jetzt kommt Omega. Ja, nach Omikron gab es ja erst Alter, Eta, Zeta, Feta, Delta, Eta, Theta, Jota. Und dann Ende 2022 gab es dann super... Und dann sind wir irgendwann bei den römischen Zahlen angekommen, weil uns dann die griechischen Bezeichnungen ausgegangen sind. Ich weiß gar nicht, ich hab die römischen Bezeichnungen, ich kenne nur die griechischen, warum auch immer ich die kenne. Alpha, Beta, Gamma, Delta, ja, das sind ja diese römischen, glaube ich. Ich fand's vor allen Dingen 2022 besonders cool. Du kennst ja das römische Christmas, ne? Das ist ja das X. Ja. Für Christus. Und passend im Dezember haben wir dann die X-Variante von Corona bekommen, ja, das 2022. Ho, 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 Boys. Ja. Und ja, nachdem die Nintendo Switch 2 angekündigt wurde, 2022, und die Xbox Series Pro und die PlayStation 5 Pro, die man auch nicht kaufen kann, genau wie die Vorgänger, freue ich mich jetzt, dass ich mir wieder eine PlayStation 3 gekauft habe, weil die kann ich kaufen. Schön. Ja. Verrückte Zeiten. Diese super Corona macht wirklich alles möglich. Hoffentlich funktioniert sie noch dann. Die benutze ich ja nur als Heizung, die PlayStation 3. Das ist ja die beste Heizung, die es gibt. Also, wer Heizkosten sparen will, wobei ich gar nicht den Stromverbrauch weiß, aber die fette Bertha ist die beste Heizung, die man haben kann. Ich wollte gerade fragen, ist dann Xbox im Vergleich dann der Kühlschrank bei dir, oder was ist das? Ja, die Series X habe ich als Kühlschrank. Sehr gut. Und PlayStation 3 ist mein, wie nennt man das, Heizstrahler. Super. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, ich kann die PlayStation 3 nicht anmachen, wenn es wärmer als 25 Grad ist. Oh, dann überhitzt die. Ja, klar. Dann überhitzt die und dann sterbe ich. Och nee, das ist nicht gut. Ja, 2022, bleiben wir mal gespannt, was das für ein komisches Jahr wird. Ich habe ein paar Sachen... 2023. Ja, 2023, selbstverständlich. Ja, ich habe ein paar Sachen mit dem Kanal vor, beziehungsweise ich habe ein paar Leute jetzt vor. Kommt Ankündigung. Ich habe ein paar Leute vor anzuschreiben, mal sehen, ob die es für das wenige Geld, was wir haben als YouTuber, die vielleicht uns gerade mal einen Döner leisten können, ob die... Das ist Michael Jackson. Ja, nee, ich will jemanden fragen für unseren Banner, weil ich habe keinen Bock, mich hinterm Banner zu setzen, wenn ich ehrlich bin. Oh, das, ja, also ich finde natürlich, Zellos, dass deine Zeichenkünste sehr gut sind. Danke, danke. Aber ich kann unseren Kanalbanner ehrlich gesagt auch nicht mehr sehen. Ja, ich würde gerne auch was Eigenes haben und ich werde wahrscheinlich jemanden anfragen, das für uns zu machen. Und das ist nicht Michael Wendler? Nee, leider nicht. Aber. Ist der Zeichner von Dragon Ball, ich weiß seinen Namen gerade peinlicherweise nicht. Ich hab's auch vergessen. Kannst du ja nicht sagen, aber so gut wird er nicht sein. Und das wird irgendein Unabhängiger sein, den ich einfach auf Twitter anschreibe und sag, hey yo, magst du mal ein Projekt machen hier? Kriegst du Nein, mal, ihr seid scheiße! Kriegst einen Fuffi sogar. Ja, mal schauen. Ja. So verzweifelt sind wir schon, Leute. Früher hat mir noch jemand ein Poster gratis gemalt. Ein Bild für ein Poster, was ich sogar an meiner Wand hängen habe. Eine Collage, so ist es. Wahrscheinlich bald wegschmeißen werde, weil ich keinen Platz dafür habe und die Beschauerin eh nicht mehr zuguckt. Aber das ist ein anderes Thema. Es ging vielmehr um die Geste, dass mir jemand etwas gemalt hatte, was auch immer noch mein Kanalbild auf Twitch ist. Das ist schön. Was das man in dem Sinne dann vielleicht auch überarbeiten könnte. Aber, ja. Ich wusste jetzt nicht, dass wir darüber reden, deswegen. Aber ja, das würde ich auch gerne überarbeitet haben. Vielleicht deins und das von Rikos auch dann. Und dann irgendwann jetzt im Laufe des Januars 2023 mache ich dann einen neuen Teaser. Ja. Wir haben ja so viele Clips gesammelt. Das ist ja immer schön, wenn du so einen Discord-Kanal hast, wo es Clips gibt und Zitate, dann kannst du einfach die Clips nehmen und die Zitate vielleicht vertonen oder sowas. Und dann schmeißt du das einfach als Teaser rein. Das ist voll schön. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte von Bugs reden. Wissen jetzt die Leute der Aufnahme nicht, aber hau rein. Es gibt einen Bug, ist jetzt eine Vergangenheitserzählung, weil wir befinden uns ja schon im Jahr 2023. Und vielleicht ist es ja Dezember 2020, vielleicht ist der Bug mittlerweile gefixt. Ja. Ich vermute mal ja, und zwar ist es ein Bug, der ist sehr geil. Auf das Spiel Paladins, deswegen muss Zellos gleich noch Overwatch aktualisieren, denn das ist nämlich so, dann bleibt das Spiel hängen in der Map-Auswahl. Ist ja nicht schlimm, du startest ja dann einfach eine neue Map und fährst ein neues Rennen, ist ja alles kein Problem. Nö,
dann ist deine Datei aktuelles Spiel Bin oder so ähnlich, halt Actual Game Bin oder so, gestört und du kannst. Früher ging es noch, das zu löschen, dann konntest du einfach neu starten. Jetzt musst du aber warten. Das haben die auch. Ja, dann musst du 4 Stunden warten, dann kannst du 4 Stunden. Was in so einem Livestream, wenn man ein bestimmtes Spiel spielt. Das ist ungeschickt, ja. Nicht ganz so geil ist, nee, aber. Was bin ich denn für ein ungehobelter Mensch, dass ich ein spezielles Spiel spielen will? Von daher. Wärst du doch Variety-Streamer geworden, aber leider. Das bin ich doch mittlerweile sogar. Früher habe ich doch fast nur Mario-Zeugs, aber mittlerweile sind wir doch. Weißt du noch, 2021, als du das Mouse Origami-Spiel gespielt hast? Das war geil. Ja, das ist mittlerweile 2 Jahre her. Du könntest Mann, das, 2 Blaue wollen nämlich verarschen? Du könntest es mittlerweile speedrunnen. Du hast es bestimmt schon 5-6 Mal durchgezockt mittlerweile. Ja, das ist witzig. Ich hatte ja damals im November 2021 nachgeguckt. Es gibt keinen, der das gespeedrunnt hat auf diesem Planeten. Oh, das heißt, okay. Selbst wenn du einfach irgendeinen billigen Speedrun machst und das hintereinander am Stück durchspielst, hast du automatisch den Weltrekord. Ja, läuft. Mach. Nö, keine Lust. Okay. Das ist mir zu stressig. Ja, ist zu viel Arbeit, das stimmt. Zu viel Konkurrenz. Zu viel Konkurrenz, keine Konkurrenz. Das ist zu viel. Wahrscheinlich würde ich es trotzdem nicht schaffen, den Weltrekord zu brechen. Oh. Ja, Claire hat gewonnen, weil ich 2 blaue Pilze abgekriegt habe. Herzlichen Glückwunsch, Claire. Glückwunsch, Claire. Ja, Pilze bei Mario Kart, wie immer. Ja, so ein bisschen was zu unserem Kanal werden wir natürlich ändern, ne? Ja, wahrscheinlich. Sicher. Vielleicht gebe ich auch dem Rikus einen elektrischen Armreif, wenn wir zum Beispiel unsere Montagsrunde machen. Dann lässt er so einen kleinen elektrischen Schock, wenn es so langsam Richtung 19 Uhr geht. So. Und dann macht's mal kurz. Und Rikus, oh, scheiße, was ist heute los? Was für Rikus heute? Ja, wer weiß. Ich guck mal gerade gucken, ob er mittlerweile, aber der schläft wahrscheinlich oder ist betrunken. Oder beides. Es ist der 3. Januar 2023, also es kann noch gut sein. Vielleicht hat er noch Besuch oder er ist betrunken. Genau, oder beides. Schreibt in die Kommentare, ob ihr glaubt, ob er betrunken genau, war. Genau, schreibt mal, was ihr glaubt, was da los ist beim Rikus. Wir lösen es dann auf, sobald wir es selber wissen. Ja. Ja, was wollen wir ändern? Also wir haben jetzt über dieses Thema eigentlich vorher gar nicht gesprochen, aber eigentlich indirekt schon. Wir werden wahrscheinlich die Videos wieder ein bisschen kürzer machen. Ja. Weil es eigentlich egal ist, also kleines Rechtfertigungsvideo, nein, das ist ja einfach so, alle, macht kürzere Videos, bla bla bla, macht längere Videos, bla bla bla. Baby, wir müssen das erstmal anders verpacken, könnte ich einmal seriös darüber reden, Zellos, bevor du dann Schwachsinn erzählst. Okay, ja. Ich bin der Professionalität, Zellos, okay, ja? Okay. Nein, alles gut. Es macht keinen Unterschied, weil mittlerweile ist es ja bei YouTube so, seit ungefähr 5 Jahren mittlerweile. Natürlich klicken Leute vielleicht kürzere Videos eher an, aber es kommt ja auf die Wiedergabezeit drauf an und richtig. Die hat sich bei uns in den letzten Jahren eher erhöht, obwohl wir höhere, längere Videos hochgeladen haben. Ist komisch, ne? Also irgendwie. Ja, es kommt auf die Wiedergabezeit drauf an. Das ist eigentlich egal, ob du lange oder kurze Videos hochlädst. Es hat sich komischerweise bei uns echt etabliert, obwohl wir eigentlich unsere 40-50 Minuten Dinger haben, dass da trotzdem die Leute bis zum Ende durchschauen. Scheiße, die Batterieleistung lässt nach. Also es ist im Prinzip egal, ob man längere oder kürzere Videos hochlädt, weil es kommt auf die Wiedergabezeit ein und die ist bei uns sogar gestiegen, obwohl wir längere Videos hochladen. Das ist Wahnsinn. Warum wollen wir dann trotzdem wieder kürzere Videos machen? Weil die angenehmer zum Gucken sind, finden wir. Erstens das und zweitens, wir wollen, früher hatten wir immer diesen Plan, wir machen alle 4 Wochen Mario Kart, alle 4 Wochen Smash Bros. Oh, fuck. Und das werden wir nicht mehr so häufig machen, nicht weil uns das Spiel keinen Spaß mehr macht, also eigentlich schon. Nee, wir werden älter, wir werden Boomer. Wir wollen halt auch verschiedene Sachen bringen und noch mehr Formate, sowas wie Rikus Ranted oder Zellos Otaku Geek Show und all so ein Scheiß. Ja. Und das können wir nicht so häufig bringen, wenn wir alle 4 Wochen montags in Anführungszeichen gezwungen sind. Nein, gezwungen ist das falsche Wort, aber wenn wir dann immer das gleiche spielen, deswegen. Ja, das ist einfach so die Sache, ne? Wird auch mitunter wieder kürzere Videos. Ist auch mitunter der Grund, warum jetzt dieses Video auch so um die 30 Minuten klocken wird dann schließlich. Aber wie gesagt, wir probieren mal ein paar Sachen aus und wie gesagt, schauen wir mal, ob es ankommt. Und wenn es nicht ankommt, dann machen wir. Habt ihr Pech gehabt, ihr müsst es trotzdem gucken. Dann guckt ihr es halt trotzdem und wir machen 24 Stunden Podcast. Ist okay. Ja, achso, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ach ja, genau, ihr könntet jetzt natürlich sagen, ey, dann trefft euch doch mehrmals in der Woche, ihr Penne. Ja, die Zeit wird eher weniger werden wahrscheinlich im Laufe des Jahres und je älter man wird. Und einmal in der Woche sich treffen ist schon, wenn man ein alter Sack ist, ausreichend. Natürlich treffen wir uns manchmal auch 2-mal unter der Woche oder so, um andere Sachen aufzunehmen. Aber ja. Na gut, ja, wie gesagt, dann wird es jetzt regelmäßiger Reacts geben. Ja.
die wir natürlich nicht vorproduzieren, sondern immer tagtäglich hochladen. Selbstverständlich. Ah, diese verfickten Bananen. Ja. Yay or nay geht weiter. Was haben wir noch? Random Shit. Ich werde überlegen, kommt irgendwann im Laufe des Jahres auch noch ein oder zwei Staffeln. Was meinst du? Ja, ich wollte gerade auch sagen, Random Shit ist auch so etwas, wo wir dann jetzt auch mal noch eine neue Staffel dann, ne, aufnehmen könnten dieses Jahr. Mindestens eine. Ja, schauen wir mal. Meine Batterieleistung lässt nach. Also das nicht von mir, sondern von dem Controller. Ich muss mal gerade Stromkabel da. Perfekt. Dann mach das. Nee, und ja, mal gucken. Also, wir werden ein bisschen mehr daraufhin aufnehmen. Das ist einfach, ja, wie ich eben so sarkastisch gesagt habe, sägemehlmäßig. Also Content für ein Video eigentlich auf mehrere Videostrecken und das kürzer halten. Obwohl es eigentlich egal ist. Ja. Passt schon. So. Ja, und währenddessen, ich habe dann die Zeit schön und neue genutzt und habe mich mal ein bisschen mit Spielen auseinandergesetzt, die ich so für die Otaku Geek Show bringen will. Hab, Spoiler jetzt natürlich an der Stelle gar nichts, aber gibt auch manche, die werden wir auf Twitch nicht zeigen können. Und dementsprechend werden wir das auch machen müssen, dann offscreen alles. Aber ich freue mich schon drauf, ich habe da schon 5-6 Spiele in der Pipeline bei mir. Und ich sehe schon, demnächst kommen ein paar andere schöne Spiele, die ich direkt mal vorstellen könnte, die sogar relativ aktuell sind. Nehmen wir die noch dazu. Ja. Von dem her. Ich bin begeistert. Bleibt gespannt. Ja, ach, man muss einfach mal gucken, ne? Unser ursprünglicher Kanalaufbau war ja dahingehend, dass wir so der Multiplayer-Nintendo-Kanal werden wollten. Das machen wir zwar immer noch mit einigen Nintendo-Titeln, aber. Das würde ich immer noch sagen, ja. Aber nicht nur, wir werden halt auch andere Sachen da machen. Mehr, also Show-Richtungen, ja, keine Ahnung. Weiß also, es nicht, wie Zello sein Plan mit RPGs in dem neuen Jahr ist oder sowas. Keine Ahnung. RPGs, ich habe jetzt mal bei ein, zwei Spielen habe ich mal eine Ausnahme gemacht, aber ich sehe das absolut, dass es jetzt eher sowas ist, wo ich ab und zu mal nur bringen könnte. Ich denke, das wird sich dann eher so zeigen, dass ich dann von mir aus kurze Anime-Spiele oder sowas mal ganz kurz mache, ja. die um die Länge haben, so 10, 12, 15 Stunden oder sowas. Ja. Aber sowas wie zum Beispiel die Monopoly WM, dass wir das öfters machen, auf jeden Fall. Darauf habe ich immer Bock. Wir können ja mal sowas wie ein. Jetzt schmeiße ich mal die Idee rein, ich weiß, es ist nicht abgesprochen, aber sowas wie eine scheiß Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon Trading Card Game Weltmeisterschaft. Also sprich, auch mit hier einem vorbereiteten Setting und so weiter. Und wir dann schön kommentieren, so, oh, die Energie hätte er jetzt nicht auf Pikachu legen dürfen. Oh nein, oh. Ja, also Weltmeisterschaften, ja, mal gucken. Wird doch bestimmt mal wieder Herbert Kolanski-Videos geben im Laufe des Jahres. Ich habe sogar schon eine Idee, aber ich hoffe, das ein oder andere Studio tritt an uns jetzt ran, dass wir jetzt das Pokémon 2023 Trading Card Game WM mit moderieren dürfen. Das wäre schön. Ich kenne nicht mal die Regeln. Ich meine natürlich, ja, schreib mich gerne an. Ja, ich bin immer ein riesiger Fan des Pokémon Trading Card Games. Fast das gleiche. Ich habe dreimal in meinem Leben gespielt, in den letzten 20 Jahren null Barry, mal. Barry, ist das gleiche wie Uno. Ist vollkommen das gleiche wie Uno. Keine Sorge. Das heißt, man muss immer die 8 spielen. Um genau, immer die 8. So ist es. Okay. Er hat sofort verstanden. So ist es. Ja, das ist halt die Meta bei Uno, ne? Ja. Immer schön die 8. Ich finde es ja erstaunlich. Ich meine, gut, der Raum ist jetzt nicht so gut. Aber ich habe das Spiel irgendwie, keine Ahnung. Wir haben es, glaube ich, 3 Monate nicht gespielt. Kommt hin, ja. Ich wurde gerade ein bisschen gemariokartet an der Schanze, deshalb kann ich nicht gerade so mitreden. Ah, jetzt zuckt mein Gesicht. Scheiße. Ah, jetzt kann ich endlich kratzen. Jetzt kannst du, du bist durch die Linie, ja. Nee, dass man hier trotzdem noch sich wieder so schnell an das Spiel gewöhnt und wieder reinkommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt irgendwie leide und 8. und 9. und so werde. Meinst du wie ich? Nee, Quatsch. Ja, genau. Alter, so viele Waluigis ist mir gerade das bewusst geworden, ey. Ja, das ist irgendwie bei Mario Kart, also nachdem ich mich die nicht Leute mehr so wirklich mit dem Spiel beschäftigt habe, ist das irgendwie der Hauptcharakter von allen geworden aus Waluigis diversen. Ja, das ist, glaube ich, weil der noch eine bessere Beschleunigung hat als der, den ich nehme und einfach alle Leute Lappen sind und nicht so gut wie ich, weißt du? Okay. Und der ist in 200 CCM wahrscheinlich dann noch ein bisschen besser als meine Wahl. Und ich glaube, das ist so diese beiden Gründe und halt auch als Meme. Auch also als drei Meme. Gründe im Prinzip. Ich denke auch viel als Meme. Ja, ich denke mal, das sind so die Gründe. Ich hoffe, meine Stimme hält heute 2 Stunden durch. Ich bin ein bisschen angeschlagen, habe ich vorhin schon die ganze Zeit gemerkt. Ansonsten hältst du dich ein bisschen zurück. Genau, öfters mal trinken. Ja, bei Mario Kart ist es schwierig, sich zurückzuhalten.
Ich mache das gerade strategisch klug. Ich mache dann während der Auswahl von den Stages, mache ich dann, hebe ich einen Becher und dann kippe ich erstmal einen halben Liter fast. Und Nitra, hi. Ich grüße dich. Hey, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig gelesen auf meinem kleinen Handybildschirm. Frohes neues Jahr an der Stelle. Frohes neues. Ach ja. Ja, Mario Kart. Let's go. Ich hätte ein böser Waluigi abgeworfen. Gut gemacht. Damit ist mein grauenhafter Plan, vorne wegzufahren, elendig gescheitert. Bin ja einerseits begeistert, dass wir auch ein paar Games gefunden haben, wo uns auch trotzdem noch gefallen. Also sowas wie Paladins beispielsweise. Uns auch teilweise von Spielen abgewendet haben wie Pokémon Unite. Obwohl ich Pokémon Unite an und für sich vom Spielen her nicht schlecht finde. Aber das größte Problem bei dem Spiel ist, dass du echt extrem Eine Map! Eine Map! Eine Map! Du kannst übrigens gerne mitspielen, wenn du möchtest. Stimmt. Ich kann dir jetzt wahrscheinlich nicht immer so schnell antworten, weil ich ja zwischendurch mal auf der Strecke gucken muss, aber kannst gerne mitspielen, falls du das gerade geschrieben hast. Ansonsten gucke ich gleich mal. Don't text and drive, wie man so schön sagt an der Stelle. Ja, das ist gefährlich, ne? Ja, ist gefährlich. Man könnte unfair. Pokémon Unite, da habe ich mir schon vorher gedacht, dass das nur so ein kurzes Hype-Spiel wird, einfach. Ich finde nur schade, dass Among Us jetzt mittlerweile so, ich sag nicht tot ist, aber wir haben es ja nochmal probiert, Among Us zu spielen in der Community, aber hat sich nicht wirklich jemand gefunden tatsächlich. Wir waren am Ende zu viert und dann haben wir Paladins gezogen. Ja, ich finde Among Us ist eine coole Idee. Aber ich habe diesen Ultra-Hype dahinter noch nie so wirklich verstanden. Mhm. Ich meine, ich spiele das gerne, aber Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast. Ich habe mal einen Link rumgeschickt. Da gibt es ja tatsächlich den Gedanken von dem Entwickler, eine VR-Version von Among Us rauszubringen. Also mit virtueller Brille. Ja, funktioniert nicht. Dann sieht man nicht das ganze Feld. Schwachsinn. Müll. Ich weiß nicht, ob du nachgucken kannst, wie lange du mir followst. Gute Frage. Wüsste ich gar nicht. Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das ist eine gute Frage. Das wüsste ich jetzt. Ich glaube, das gibt es nicht. Außer man hat irgendwelche coolen Bots installiert, aber ich bin nicht cool, deswegen habe ich sowas. Ja, nicht. Die coolen Bots könnten dann sagen, so, wie viel Uptime oder wie viel Subscribe-Time oder sowas man hat. Ja. Also, wenn du mitfahren willst, sag Bescheid. Ich glaube, es gibt auch einen. Ich weiß gar nicht, ob Streamlabs im Moment an ist. Ausrufezeichen Switch oder sowas. Dann kannst du dir die ID anzeigen lassen. Probier einfach mal. Ich kann sie dir aber sonst auch einfach geben zwischendurch. Probier das mal. Falls du willst. Wenn nicht, ist auch gut. Weil dann weiß ich einfach, ob es funktioniert hat. Wunderschön. Bei mir funktioniert. Scheiße. Stimme. Alles gut. Nam. Ja, das gute alte Mario Kart. Ja, immer noch schön. Ist nur schade, eigentlich hätte ich so gerne öfters mit dir Crash gezockt, aber das hat sich einfach echt so gezeigt von Anfang an, dass es die Server einfach komplett überfordert sind mit dem ganzen Scheiß. Ja, Crash Team Racing war leider eine Crash Team Racing war leider online blamabel. Es gibt ja noch diesen anderen Funracer von Nickelodeon, den finde ich, wie gesagt, gar nicht so schlecht, aber ich weiß gar nicht, ob der einen Online-Modus hat. Wahrscheinlich würde man keine Leute finden. Ja, das ist das. Ich denke mal, Entschuldigung fürs Husten, meine Stimme ist echt ein bisschen rippig heute. Hast du heute viel sprechen müssen tatsächlich selber oder hast du viel zu gehört? Nö, es ging, aber heute Morgen habe ich halt schon gemerkt, dass meine Stimme ein bisschen im Eimer ist. Muss einfach viel trinken. Machst du dir später vielleicht einen Kamillentee mit Honig und so? Lecker erfrischend. Mal schauen. Mal gucken, ob Rikos geantwortet hat. Wahrscheinlich nicht. Bisher habe ich noch kein weiteres Düpp-Düpp gehört vom Handy. Also, ich glaube nicht. Also, er wird wahrscheinlich betrunken sein. Wie gesagt, wir sind kein Stress. Nitra, alles gut. Wir sind auf die Kommentare sehr gespannt, was die dann später glauben, was es ist und was es dann schließlich tatsächlich ist. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er auch den Kalender vertauscht. Man weiß es nicht. Vielleicht ist er ja tatsächlich schon bei 24 und hat den Tag vertauscht jetzt nur der Rikos. Stimmt, wenn er im Jahr 2024 im Kalender ist, dann hat er einen anderen Wochentag heute. Das kann natürlich passieren. Das wäre blöd, aber Oder er hatte keinen Bock auf Mario Kart und hat sich jetzt einfach totgestellt. Kann ich mir sogar auch gut vorstellen. Aber wahrscheinlich später zu Dings ist er dann dabei. Ah, sag mal's. Nee, ich glaube nicht. Also wenn der nicht da ist, wird Millionär, dann werden wir auch ein anderes Programm machen. Das verschieben wir dann. Schade. Könnten wir endlich die Millionen machen? Vielleicht machen wir sogar die Millionen. Vielleicht teilen wir uns dann einfach die Millionen zu zweit. Stimmt, dann müssen wir uns das nicht durch drei teilen, sondern nur durch zwei eigentlich. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Ach, super.
Wir hatten doch auch irgendwie noch Aufnahmen, die noch hochgeladen werden müssen. Die hat dann wahrscheinlich auch Rekurs, oder? Ich denke, noch ein paar werden Rekurs haben. Ich habe, glaube bei mir alles aufgeräumt mittlerweile. Chicken Horse müsste noch irgendjemand haben. Es kann sein, dass ich das noch habe, ja. Ich hätte gedacht, dass Rekurs das hat. Nein, ist auch egal. Ich weiß es nicht. Fällt mir gerade so spontan ein. Ja, wir schauen einfach mal. Ach ja, immer diese unprofessionellen Menschen, YouTuber und so. Schlimm, diese Leute. Ja. Und trotzdem jeden Tag Videos raushauen, was ist mit den Leuten los? Ich musste gestern zurückdenken an das eine Video, was ich da gedreht habe, über die zu vielen Datenaufkommen auf YouTube durch unseren Kanal. Ja. Und ich musste trotzdem nochmal kurz zurückdenken. Das war schon irgendwie ein lustiges Video. Hat mir echt gut gefallen. Das denke ich, werde ich nochmal tatsächlich mal so ein Ding bringen, irgendwann mal. Wenn es passt, natürlich. Nur wenn es passt. Aber war schon irgendwie ein geiles Ding, fand ich. Ja, das Witzige in Anführungszeichen ist, dass es ja damals so richtig eskaliert ist. Damals war das eigentlich gar nicht so gemeint. Ja. Weil der Micha, der Bruder von Tübi, der mittlerweile in Mexiko wohnt, das ja eigentlich nur so zynisch meinte, aber. Ja, so. Wenn man ihn nicht kennt, dann kann man das, finde ich, nicht so aus der Nachricht rauslesen. Das große Problem. Und irgendwann wurde es dann ja auch ernst, so ein bisschen. Barry, das große Problem im Internet, das allgemein in schriftlicher Form, erkennst du sowas wie Ironie, Sarkasmus und Zynismus, das erkennt man gar nicht so richtig raus. Ne? Also selbst nur wenn du das wirklich schön formulierst, dass man es erkennen kann. Aber irgendwie. Und ich hatte ihn das im Nachhinein, ich habe das damals nicht erzählt, weil ich wollte mir nicht den Torn von euch aufziehen, das ist jetzt exklusiv. Jetzt auch. Er hatte mich damals irgendwie geschrieben, ja, wieso lädt Zellos dann immer einstündige Videos hoch von irgendwelchen RPGs, das interessiert doch niemanden. Ja, grundsätzlich ist es im Prinzip so, aber lass ihn doch einfach machen, schreib mir das doch mal unter ein Video. Und dann hat er das halt geschrieben. Ja. Oh. Das ist die Hintergrundgeschichte. Eigentlich ist es sogar. Also ich habe ihn quasi auch noch dazu animiert, aber das ist dann das vollkommen eskaliert. Wahnsinn, der Kerl. Wie macht man mit? Ich sag dir mal kurz meine ID oder ich zeig sie dir mal ganz kurz genau, im Bild. Genau, schick mal die Switch-ID: 2183-1142-6931. Du musst dir gerade mal einen Screenshot machen oder vielleicht das Video zurückspulen in den Stream. Ich glaube, auf Twitch. Wir sind schon Freunde, glaube ich, okay. Ich kann mich nicht an dich erinnern, also aber das heißt nichts, weil mein Gehirn auch manchmal komisch ist. Ich habe aber auch ein Problem, mir Nicknamen zu merken, besonders wenn sie dann verschiedene haben auf verschiedenen Plattformen. Ja, vor allen Dingen ist es ja meistens so, die Zuschauer auf Twitch, die sind ein paar Monate da und irgendwann sind die dann weg, was auch vollkommen okay ist. Das ist auch völlig okay, ja klar. Aber wenn du mit mir schon befreundet sein willst, dann müsstest du mir eigentlich nur nachjoinen unter Freunde und dann. Boah, ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich muss auch sagen, wir haben damals so viele Leute Mario Maker Levels eingesetzt. Mario Maker, das war damals das. Ja, das werde ich auch wieder mal spielen, aber ich kann es halt nicht mehr jede Woche spielen. Das ist einfach lästig, anstrengend. Ach, Muta, ja, stimmt, ja. Hast du dich umgenannt oder was? Dich kenne ich noch. Der Name sagt mir sogar was. Spannend. Wieso nennt ihr euch denn alle um, Leute? Wie soll man das denn? Identitätswechsel, man braucht einen Tapetenwechsel. Ab und zu nennt man sich. Ja, wobei, ich habe mich aber Twitch auch umbenannt, von daher kann ich eigentlich nichts sagen. Wie hieß du eigentlich ursprünglich? War so Neon Lasercat. Neon Lasercat. Ja, dann weiß ich es noch. Gut. Genau, ich weiß. Irgendwie wollte ich einen coolen Namen haben mit Katzen und dann irgendwie dachte ich mir, okay, das ist eigentlich eher so ein weiblicher Twitch-Stream-Name und ich hieß ja sowieso überall Barry in den Online-Menüs von Nintendo. Ja. Dann habe ich mich einfach auch so genannt. Keine Ahnung. Klar. Hat sich irgendwie so ergeben. Und heute schreiben mich noch ab und zu mal Leute an, so, hä? Heißt du nicht nur ein Lasercat? Wo ich mir denke, mein Gott, ich bin so ein kleiner Streamer, dass es solche, Rückfragen gibt. Falls ihr irgendwann mal überlegt, mit Stream anzufangen, überlegt euch vorher, wie ihr heißt und ihr solltet euch, wenn möglich, irgendwie nicht umbenennen. Eigentlich ist es total dämlich, sich umzunennen. Das stimmt, das ist ein bisschen strange, wenn man das währenddessen macht, ja. Aber was sollte ich tun? Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, diese ganze Situation hier mit dem Video und mit dem ganzen Hin und Her und alles. Ist ja eigentlich jetzt noch lustiger dadurch, dass ich jetzt weiß, dass es eigentlich alles nur zynisch gemeint ist, weil es wirkt ja fast dann so, als wäre es abgesprochen gewesen, so als hätte man das ganz genau gewusst, was da geht. Nein, es war ja, das war ja nur wirklich so, dass ich gesagt habe, ja von wegen, ja schreib ihm das doch mal, vielleicht mach das dann nicht mehr, mir ist das egal, habe ich gesagt, jeder entscheidet sich selber. Dann hat er mir gesagt, ja, dann schreibe ich das nur nett unter ein Video. Aber er hat ja sofort was richtig krasses, böses geschrieben. Ja, ja.
Ja. Das hatte halt schon gleich diesen Ton. Aber ich finde es dadurch noch lustiger tatsächlich, dass ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke und das war eigentlich nur alles als Scherz gemeint. Und dann kommt mein Video. Ja, ursprünglich, aber dann wurde die Diskussion ja ernst. Dann wurde es ja später ernst, obwohl es eigentlich als Spaß gemeint war. Und dann komme ich mit einem komischen ein Video und melde mich dann auch so mehr oder weniger sarkastisch, ironisch und alles zurück. Das war. Aber ich habe ihm das erst schon so ein bisschen übel genommen, weil ich habe es auch erst genauso interpretiert wie ihr, dass er das Böse meint. Und dann ist es ja eskaliert. Aber er meinte das eigentlich gar nicht so. Aber wie du schon sagst, im Internet schreiben ist halt gefährlich. Ja, gut. Ja, okay, Nitra. Ja, man kann sich halt umdrehen, ist ja kein Problem. Ich will einfach nur an der Stelle festhalten, ab und zu haue ich mal wieder so ein Video raus. Ich fand das irgendwie lustig, tatsächlich damals. Also einfach mal so ein bisschen selbst ironisch, selbst zynisch, wie soll ich sagen, mal ein Video rauszubringen. So. Ich habe so lange kein Mario Kart mehr gespielt. Ja, wir haben auch 3 Monate nicht mehr gespielt. Auch gut, aber bei uns her, ja. Es läuft gut hier, also für mich zumindest. Ich weiß ja, nicht. Es läuft eigentlich ganz okay. Seine Platzierung habe ich jetzt nicht geguckt. Ich bin meistens immer bei 4, bei 5. Ist schon okay für so eine lange Pause. Ist schon okay. Wir spielen gegen Brasilianer. Ja, und Engländer. Viele Engländer, tatsächlich. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die noch Mario Kart spielen. Ja, Mario Kart ist wie Autofahren, das verlernt man nicht. Ist in der Tat so. Wie Fahrradfahren, meinte ich eigentlich. Also wie Autofahren, hast du schon richtig gesagt. Autofahren verliert man ja irgendwie auch nicht, ja, wobei. Könnte man jetzt argumentieren, ne? Ach ja, schön. Ach ja. Ich habe vergessen, nach dem Rennen zu trinken, das merke ich jetzt gerade wieder. Das musst du wieder regelmäßiger machen. Ich glaube, Nitra heißt da, ne? Ja. Wenn du so nett wärst, vielleicht zwischen den Rennen vielleicht mal kurz zu schreiben. Ey, Barry, trink was, du Sau. Aber genauso bitte, genauso schreiben. Ist völlig okay. Musst du natürlich nicht, aber wenn du willst, könntest du mich darauf hinweisen. Der soll verdammt nochmal was trinken, der Junge, habe ich gesagt. Ja. Ja, aber Mario Kart 8 ist ja, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, seit November oder Oktober das erfolgreichste Rennspiel aller Zeiten. Echt? Von Verkaufs, ja. Wow. Und auch in den meistverkauften Videospielen aller Zeiten irgendwie jetzt in den Top 10 oder so drin. Ja gut, gibt halt kaum einen Funracer, der besser ist. Ne? Also wir haben ja mal auch im Zuge von diesem Demo-Festival-Gedöns bei Xbox haben wir ja auch dieses Funracer-Ding gespielt, aber das war nicht so gut. Das mit dem... Sage, meine ich vollkommen ernst. Wenn man eine Alternative für Mario Kart sucht, die beste ist Nickelodeon Funracer Teil 2, das ist wichtig. Der erste ist scheiße. Okay. Das ist besser als Crash Team Racing, zumindest wenn man gegen seine Freunde spielen will, weil Crash Team Racing ist quasi der arbeitslosen Funracer. Wow, okay. Ja, da spielst du halt online nur gegen Freaks und wenn du das regelmäßig spielst und ein Kumpel von dir nicht, der hat halt keine Chance. Bei Nickelodeon Kart Racer, warum sollte ich das privat regelmäßig spielen? Das kannst du halt auch mit jemandem spielen, wenn du gerade die Xbox anhast. Richtig, ja. Also den kann ich sehr empfehlen. Den gibt's auch relativ häufig für 10 Euro zu kaufen im Microsoft Store und mein Gott, dann hat man halt nicht Mario, man hat halt SpongeBob, Patrick und die Ninja Turtles, also es ist wirklich ein echt guter Funracer. Ich bin hin und her überlegen, ob ich mir dieses Chocobo Race GP Müll. Hast du hol dir lieber probiert? Nickelodeon Kart Racing, das ist besser. Alles klar, ich höre auf Barry. Das wird Müll sein, Zellos. Glaub es mir. Okay. Müll, der 50 Euro kostet. Hol dir lieber mittelgutes bis gutes Spiel für 10 Euro. Also im Durchschnitt hat mein Müll ungefähr 30 Euro. Außerdem ist Square Enix eine Firma, wo nur noch geldgeile Säcke arbeiten, die nichts mehr mit dem ursprünglichen Final Fantasy zu tun haben. Das wäre übrigens ein guter Segway für die nächste Folge, weil ich habe ein Thema gelesen, das hat mich etwas erschüttert. Aber wir reden darüber in der nächsten Folge. In dem Sinne, bleibt gespannt. Square Enix, da geht was ab. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.